So, da bin ich auch schon. Ich habe euch jetzt ein bisschen warten lassen hier. Gebt mir das nochmal einmal. Lasst mich das noch einmal, mir das noch einmal durchgehen. So, da bin ich. Ja, wie gesagt, Uncharted 4. Das hatte ich mir mal vorgenommen. Das ist bei mir irgendwie schon die ganze Zeit nochmal irgendwie so, wo ich gesagt habe, das will ich nochmal spielen. Und ja, jetzt auf der PlayStation 5 dann nochmal ein HDR. Ach, nochmal ein bisschen mehr Gaumenschmaus. Jawohl. Ich habe jetzt auch nicht mehr ganz so genau die ganze Optik im Hinterkopf. Ich werde aber auch dann gleich mal starten. Neues Spiel. Nein, wollen wir nicht. Komm, ist egal. So, wir machen mittel, leicht. Ja, mittel ist eigentlich immer ganz gut. Und automatisches Ziel. Na, das finde ich eigentlich alles ein bisschen. Nö. Aber machen wir mal das aus. Das schalte ich dann heimlich ein, wenn ich es nicht hinkriege. Ach, speichern. Ja, mach mal neu hier. Das ist ein super geiles Game. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. So, da sind wir dann auch im Game schon drin. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. So. Auch das noch. So war da was. Jo. Links, rechts, viel zu langsam der gute Mann hier. Ach, jetzt. Volle Breitseite. So. Das hat bestimmt weh getan. Ja. Habe ich gemacht. Cabrio mit Flex. Nicht vor mich, ja gut, nee, dann wollen wir das auch nicht. Da ist schon ein bisschen her, wo ich das gespielt hatte. Dieser ist. Oh! Das. Ja, okay. Jo. Das wollte ich schon länger mal wieder zocken und wo ich dann mit dem Stream angefangen hatte ich mir auch gesagt, gut, das wäre ja mal eine Maßnahme. Und vielleicht sollte ich auch beim nächsten Mal gleich nach oben schwimmen. Ja, boah. Da war was. Also ich versuche auch in den Zwischenszenen nicht so dazwischen zu quatschen, weil das Ding ist wie so ein Hollywood-Film. Und ich finde das auch, also es ist auch schon ziemlich emotional, das Game. Also ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Oh, oh, da, ja, jetzt habe ich noch ein Loch reingeballert hier. So, jetzt wird es wieder lustig hier. Und da war, ah ja, da war Deckung. Oh, alles wieder neu lernen hier.
okay, vielleicht soll ich doch wieder automatisch Ziel reinmachen. Ey, ganz schön aus Übung. Nein, das kriegen wir so hin jetzt. Ah. Holla die Waldfee. Das klappt eigentlich auch mal besser sonst. Na. Totschlag hier. Make love, not war und so. Oh, da kommt ja schon wieder einer. Sam, was sagt der Motor? Ja. Oh, automatisch ziehen ist doch vielleicht ganz praktisch. Das macht die ganze Sache ganz schön anstrengend hier gerade. Eieiei. Ganz schön aus der Übung hier. So, Lippe da. Dreieck. Gefragt habe, ist, warum hat das Boot gebrannt? Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Ja, wie hat der weise Philosoph Terence Hill schon gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Ja. Ich sehe dich. Freunde kann man sich ja aussuchen, Familie nicht, ne? Aber Familie ist das, was bleibt, wenn keine Freunde mehr da sind. So, wie war das jetzt nochmal? Da musste ich. Oh Gott, ich muss mir das mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, alles klar. Ganz simpel hier. Ich brauche kein R2 mehr. Yippie! So. Ich bin des Little Nightmares geschädigt. Immer schön R2 gedrückt halten. Jetzt haben wir Rutschpartie. Ich weiß gar nicht, weil unten jetzt in der Ecke was wie die ist. Ach, wir machen erstmal so weiter. Okay, still und leise. Das war. Könnte ich mich irgendwie.
unsere Aufgabe, solchen Jungen zu finden. Ja, nie. Och, da konnte ich mich nicht irgendwie ducken. Komm mit, junger Mann. Ja, ja. Ach, an der Stelle ist mir das auch noch nie passiert. Ja, gehen wir aber mal vorsichtig voran hier. Oh, ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, Ihnen aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Ich glaube, die ist angenervt von mir. Ich bin nur das Tischbein. Oh, hier schön heimlich rauchen. Schön im Aufenthaltsraum. Klasse, noch nicht mal heimlich auf Klo gehen oder so. Aha. Oh, Alter. Ich komme, Vater. Das muss ich noch mal üben, wie ich da am besten um die Ecken rumkomme. Das hatte ich immer so ein bisschen meine Problemchen damit gehabt. Also, ja, okay. Das haben wir schon drauf hier. Na, ne, oder auch noch nicht so richtig. Na, ist egal. Ups. Nee, ach, das war hier rum. Die Randale Brüder haben wieder zugeschlagen. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Gut.
Ich soll mich von Ärger fernhalten. Ne? Das, was Ärger bedeutet, das ist ja auch wieder eine Ansichtssache. Die Nonne sieht das ein bisschen anders, glaube ich. Alter Schwede, bist du leicht. Will die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Wann laufen wir nochmal? Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Okay, wir sind gleich da. Das war leicht. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. L1. Lange her. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Kein Ruhm. Na los, Nathan. Verlaufen. Wuppala. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Was ist überhaupt nichts los hier? Ich weiß gar nicht, konnte der überhaupt laufen? Bislang scheint das auch unsinnig. Ich dachte, der konnte laufen. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Geil an dem Game ist einfach auch, dass es so, also irgendwie okay. Muss man mal hier, wie duck ich mich nochmal, Alter. Das ist wieder so typisch. Du hast das Spiel schon mal gespielt, du musst nicht wissen, wie man hier drückt, oder was man hier drücken muss. Ah! Okay. Ich habe ein neues Spiel gemacht. Ich möchte das nochmal wissen. Vorsichtig. Nee, das Geile bei dem Game ist einfach auch, dass das so. Ich glaube ja. Man ist hier, man ist da, das ist ein riesengroßes Abenteuer, das Ding. Und das ist. Wie gesagt, Story ist toll, emotional, Steuerung ist cool, Grafik, also Naughty Dog hat da geiles Ding rausgehauen. Ja. Damals und ja, sind alle auch zurecht gespannt auf den fünften Teil. Und ja, mal gucken, wann uns da einer von allen wird, weil
Viele hoffen sich das natürlich, aber... So. Aber so mal Last of Us zum Beispiel ist auch ein super geiles Game von denen. Also wie gesagt, Naughty Dog, die wissen schon, wie man gute Spiele macht. Das war auch noch eine Überlegung von mir, ob ich das auch nochmal im Stream mache. Aber das ist auch sehr heftig, das Game. Und ich wurde ja schon mal gefragt, nicht mal etwas Fröhlicheres zu machen. Gut, ich meine, das Spiel ist auch eher ein Actionspiel, und aber es ist überwiegend positiv, sage ich mal, und freundlich. Also ja, in gewisser Weise zumindest. Es ist nicht so düster, sage ich mal. Es gibt schon Passagen, da ist das halt so, aber wenn ihr mir hier folgt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Wenn ihr das Spiel nicht ohnehin schon kennt. Du schaffst das. Du schaffst das nicht. Ach ja, ach, da muss ich jetzt ja irgendwie diesen blöden Anker noch benutzen. Irgendwie. Hey, ach, wie war das nochmal? Nicht zu viel nachdenken. Ach, das Spiel sagt mir jetzt wieder nicht, was ich machen soll, ne? Oder? Schauen wir mal. Oh Mist! Oh. Ach nee, der kam später, der Anker. Okay. Komm. Geschafft. Ja, natürlich. Hier, folge mir. Na, aber. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Oh, gib mal her den Strick. Ah! Mir wird doch noch was erklärt. L1. Ach ja, das war ja auch da eben das Ding, wo ich hochziehen konnte. So geht das, Nathan. Okay. Dann mal los. Woo! Okay. Lässig, als hätte ich nie was anderes gemacht. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber... ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen.
du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Tenemos que ver más bien. Acabemos con esto. Nalos. Esto va a ser divertido. ¡Gustavo! ¡Mate ese gringo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Demuéstrale al gringo quién manda! A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? ¡Agárrenmelo! ¡Elimínalo! ¡Lucha como un hombre! ¡Ya lo tienes! ¡Ja! ¡Dale una paliza! ¡Puedes hacerlo! ¡Velos! Esto es por meterte con nosotros. ¡Puedes hacerlo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Esto va a ser... ¡Sí, Gustavo! ¡No puedes conmigo! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las miglos! ¡Ya basta! Okay. Jetzt. War das früher auch schon halten? Muss man da nicht öfters mal rauf bashen auf die Bande? Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Wer war das schon mal so? Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Du musst gerade vor dem Kulo! Solitaria! Kachalo! Du musst da esperando aquí, eh? Sie. Abre. Komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Ah. Dachte ich mir schon fast. Ich kann es leider nicht so gut. Also so ein paar Sachen. Aber ich glaube, wenn ich mich mit einem Spanier unterhalten würde, würde er innerlich, glaube ich, lachen. Englisch bin ich besser. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Mir fällt auch gerade ein, ich habe so gestern... Ah, alles klar, gar kein Problem. Alles gut, dann schöne Grüße. Ich finde das ganz interessant. Also gestern habe ich das Papillon geguckt und ich muss da so ein bisschen dran denken, so das Tropenfeeling hier so ein bisschen hat er ja tatsächlich schon so... Habe ich ganz vergessen, dass es ja hier auch noch so diese Szene gab. Gefängnis, ja, das. Ach, das war auch cool, ja. Also, wenn man sich das anguckt, das ist echt schön auch alles gemacht hier, diese ganzen kleinen Feinheiten und Details. Also da liegt Naughty Dog auch immer sehr viel Wert drauf. Also zumindest so bei Games wie Uncharted oder Last of Us. Also wenn man sich da mal die Gegend so anguckt, das ist also wirklich schon sehr, sehr schön gemacht. Sehr viel Liebe und Details drin. Also wenn man sich das alles anguckt, also, ne, also hätte man alles nicht machen müssen, aber die haben es gemacht und es sieht einfach nur geil aus. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt?
Bist du früh genug raus? No escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo yo. Bien. Fuß hier der Maitre, du Kecker. Kein Schweinkram mit mir hier vorhaben, ne? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse. Danke. Also ich bin ja ein bisschen froh, dass der Arbeitstisch nicht in stand. Ja. Wollen wir hier für Geld bezahlt haben? Ich dachte, das wäre ein Sadomaso-Spa hier irgendwie. Oh, schöne Ecke hier. Ein bisschen verprügelt werden. Warum nicht? So, ach ja, das war ein bisschen... Ups. Kinderspiel. Auf jeden Fall ist es ein sehr vertrauenswürdiger Mensch, also dem würde ich auch mein Leben anvertrauen. Also hier unten gab es, glaube ich, auch nichts zu finden. Aber das hatte ich. Ah ne, da ist. Was haben wir denn da? Genau. Da, irgendwie ist da noch was hängen geblieben, dass da was zu finden war. So, kann er da die Kröte haben hier, wenn er möchte. Nein, der war.
Schwung drauf, der gute Nathan. Ich hätte eigentlich mal gucken können, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Und weiter geht's. Das ist doch kein Bingo, das ist ein Greifhaken, Mensch. Wie komme ich da hoch? Ist doch mal gut, dass genau die Zelle noch heil ist. Also alle anderen, da scheint es ja schon ein bisschen längere Zeit reinzuregnen. Gut, so. Ah. Könnte ich da... Und auf geht's. Das ist auch immer so geil, wenn man dieses Spiel zur damaligen Zeit gespielt hat, wie ich das auch getan habe. Und da waren die Sachen alle relativ neu und eigentlich klar. Und wenn Sachen gut sind, werden die auch gerne mal abgekupfert, was ja auch absolut vollkommen gut ist und ja auch weiter nach vorne bringt. Weißt du, wenn man das Spiel dann wieder spielt und dann so Spiele hatte, wo man dann immer springen, schmeißen, ich sag nur mal so Ghost of Tsushima zum Beispiel, ist das dann teilweise so ein bisschen so, okay, mache ich das jetzt richtig? Kann ich das überhaupt machen? Und dann denkt man vielleicht, oh, das kann ich machen und dann, nee, kann man doch nicht. Ich bin mir jetzt hier auch nicht so sicher, ob das hier möglich war, während des Sprungs nochmal so einen Haken zu werfen. Ach, mein gut, die werden sicherlich die eine oder andere Situation haben, wenn es notwendig ist, dass wir das dann halt auch dementsprechend machen müssen. Aber bislang sollte es so eigentlich ganz gut funktionieren. Ich könnte da runterrutschen. Auf jeden Fall jetzt beim Rutschen. Okay. Also hier war schon mal eine Aktion, dass wir da also definitiv nicht statisch irgendwo stehen, sondern beim Rutschen werfen. Da war ganz grob erinnerungstechnisch, war da noch was. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Da brauchst du mit dem Laufen und mit dem Ducken. Da bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob das nicht doch hier irgendwie ging, aber bislang auf jeden Fall nicht. Na, und du? Wo warst du denn? Hä? Meine Mitzi sagt mal kurz Hallo. Der Hund, der wollte sich auch noch mal melden, ne Mika? Ja. Willst du raus? Oh. Kurz mal AFK, ich muss mal kurz den Hund... So, da bin ich wieder. Ich habe so einen tollen Hund, der sagt Bescheid, wenn er mal wohin muss. Und der sagt Bescheid, wenn jemand am Grundstück vorbeigeht. So, ach ja, hier war das, genau. Okay, nee, da war das nicht. Konnte ich da nicht ranspringen? Hä? Wollte er das dir genau nicht? Oh! Hi! Ja, es könnte durchaus sein, dass ich an peinlichen Ecken durchaus mal runterfall. Ach, jetzt klingelt das Telefon. Ach, kurz mal.
Da ist er wieder. Da ist er wieder. Mich würde nicht wundern, wenn der Hund gleich draußen einen Rappel kriegt, weil da irgendein nicht so gern gesehener Hund vorbeiläuft. Muss ich die höchste Zelle finden. Ah ja. Och, bin ich froh, wenn ich mal irgendwann mal ein kleines Spielzimmer fertig habe. Dann schließe ich mich da ein. Blei ummantelt. Kommen keine Telefonanrufe mal rein und dann ist da Ruhe. So, achso, da geht's hoch. So war das. Aber wenn ich mal bedenke, es gab ja auch eine Trophy, das war eine Trophy für so einen Speedrun hier durch. Ich glaube, was war denn das? Innerhalb von, was war das? 2 Stunden? 2,5 Stunden? Ich auch mal durch. Ich glaube, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Das hatte ich damals auch mal hingekriegt. Gut, so mit ein bisschen Schützenhilfe im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich da Zielhilfe mit drin hatte und so, da lief das ganz gut. Aber trotzdem. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinem Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Puh. Ach so, drehen konnte ich die auch noch, ne? Ich glaube, da war aber so Rückseite irgendwie was. Nö. Aber ist schön, dass das da hier noch so liegt, ne? Also scheint hier doch so ein bisschen geschützter Bereich zu sein. Sagen, da lag doch was. Oh, den nehmen wir natürlich noch mit. Haha, ein Messer. Jetzt kann ich endlich eine Gefangenenrevolte anzetteln. Muhahaha. So. Ja. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Und das finde ich so das Krasse an dem Game, dieses Geschichtliche da so ein bisschen. Also auch wenn da einiges fiktiv an der Story ist, aber okay. Das ist ziemlich cool. Das ist schon halt so diese Frage, die ich mir dann auch immer so stelle bei diesen alten Gebäuden. So Leute, die sie erstellt haben, beziehungsweise gebaut haben. Oder die dann halt in solchen Gefängnissen dann auch mal drinne gesessen haben. Das ist schon sehr interessant. Also mich reizt sowas auf jeden Fall. So alte Gebäude. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Jawollo. Zelle. Oh, ihr Sweet. Mal gerade gucken, wie war das nochmal. Wo fange ich an? Aha, umdrehen. Ah ja, da war was.
Das war irgendwie X, das musste man irgendwie falten. Irgendwie war da was. Ja, können wir auch nochmal durchlesen. Mein lieber Sohn Richard, spanische Teufel halten mich im Vizekönigreich Panama gefangen. Mir wird Piraterie vorgeworfen. Der Prozess ist bloß eine Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich gestehe dir jetzt, ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Zusammen mit den anderen der Mannschaft habe ich die Hindu-Gang I Savai geplündert. Wir haben in den Augen Gottes viele Gräueltaten begangen und jetzt muss ich für meine Sünden bezahlen. Ich bewohne die am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren geruhsamen Augenblick mit dir und deiner Mutter. Obwohl ich vieles bereue, sei gewiss, dass ich mich mit meinem Schicksal angefreundet habe. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden, mein Kreuz tragen und sie entdecken, die Reichtümer des Paradieses. Dein dich liebender Vater, Joseph Burns. Was mit den Ecken, wie waren das nochmal? Da, dann haben wir da dieses M mit Pfeil oben und dann dieses komische X. Verdammt. Okay. Da hatte jemand da. Viel Zeit. Da ist das X, das ist die 10. Und ist es das M? Guckt. Drei unten Pfeil. Also auf jeden Fall haben wir schon mal die. Wo ist er denn? Ja, das hatte ich schon. Ey. Ich würde das gerne falten. Was ist das da? Das ist irgendwie so ein M. Aber wo ist das Zeichen? Warte mal, das war. Oder war das hier irgendwo reingeritzt? Irgendwie war da was ganz komisches. Ja, wie gesagt, ich habe zwar schon mal gespielt, das ist aber lange her und ich weiß nicht mehr genau, wie war das jetzt. Also selbst die Steuerung ist mir nicht mehr ganz so im. Sonne was haben wir hier? Mond. Ah! Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Schon besser. Tada. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Ach ja, richtig. Zehn und zwei. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus.
Das muss es sein. Dann mal zurück. So. Los. Oh, ich sollte aufpassen. Und abwärts. Jetzt. Bam. Runter, hoch, runter, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ups. Auf Wiedersehen, Schulter. Aber die Setting ist auch toll. Also das hat schon ein bisschen was von Urlaub. So. Ah ja. Ach, dahin ist ja. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Ich will einen Anteil. Da hinten genau. Ach, Scheiße. Nein. Gut, dass er so so treffsicher ist und zielgenau. Ich werde mich hier beim Spielen auch ein bisschen darauf konzentrieren, der Story zu folgen. Also ich werde jetzt hier nicht jede kleine Ecke durchsuchen nach diesen Schätzen. Also wenn etwas offensichtlich ist, natürlich nehme ich hier mit, aber ich wollte jetzt. Ne, dann gehen wir hier runter. Okay, das. Ist euer Ernst oder was? Okay, das war scheiße. Komisch, warum konnte ich da nicht reingehen? So muss es laufen. Also wenn ich mich da auch noch so richtig zurück dran zurück entsinne, ist immer Kreis gedrückt. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir.
Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Du bist so gut wie ich. Hm? ¿Qué puedo decir? ¿Eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Grüß dich, Tim. Schön, dass du da bist. Moin. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Alles fresh bei dir. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. Aquí no sale. Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Jo, dank Autokorrektur. Es sollte heißen, nice, guten Hunger. Da hat Autokorrektur hier, es ist beim Tablet jetzt der Stream, wo ich jetzt auch noch schreiben kann und den so ein bisschen überwache, läuft im Moment noch alles über ein Tablet. Wie gesagt, ich bin froh, wenn das über den PC läuft. Aber da die Autokorrektur, ich hab immer keinen Bock, das rauszusuchen, wo ich die dann letzten Endes nochmal deaktivieren kann. Eigentlich ja immer mehr oder weniger ziemlich ähnlich, aber... Da war noch einer.
Scheiße, Gringo. Sam! Auf Ihr Hilfe! Was ist los? Wo sind die anderen? Gut, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggelware? Kajate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda! Traje los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Jetzt gibt's Schimpfe. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Das haben wir von zu Hause mitgebracht. Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön, benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Ich komme noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Der hat sich einfach so ein Messer in die Seite gerammt. Da konnten wir gar nichts machen. Da jemand mal verletzt hier. Das ist ja ein Zustand. Gut, dass sie nicht schießen können. Obwohl, schießen ja, treffen nein. Oh, was macht er da? Da wollen noch eine extra Runde machen hier. Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Bring mich da hoch.
Also, oh, Logo. Ja. Das hatte ich mir gerade auch so gedacht. Hier bei der Unbewaffneten gelandet bin. Oh! Der wirkte doch total vertrauenswürdig. Sie sind überall. Wir sind in einem Gefängnis. Verdammt, dieser Ort ist irre. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Danach wollten wir erstmal abwachen zu Gefängnis, okay? Hola, amigo. Hey, Rafe. Schön, dich zu sehen. Leg uns die Leiter runter. Fast geschafft. Da ist der Leuchtturm. An den Plan halten. Ja, freut mich dazu.
Mal sehen, das sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe. Ha, hab eine. Ja, bin ja schon ein bisschen flott hier gerade gewesen beim Finden. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Ist auch, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt, ich glaube, insgesamt habe ich das schon 4 oder 5 Mal durchgespielt. Und ja, ich ist trotzdem noch so ein bisschen neues Erlebnis. Gut, die Story und so weiter und so fort, die kenne ich natürlich schon, obwohl da so einige kleine Details jetzt auch nicht mehr ganz so parat sind. Ist auch nicht so schlimm, wie gesagt, so hier und da nochmal wieder. Ach ja. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Aber dadurch, dass das halt auch so umfangreich ist und weitläufig alles und diese Abwechslung halt, also echt ein super, super schönes Spiel. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Voilà, einmal reicht. Oh, da. Okay, eins habe ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Was ich auch so witzig finde, ist, bei den meisten Games kommst du da ran, drückst einen Knopf und dann ist es dran. Und hier, jo, wickel das mal schön einmal rum hier. Kannst du mal schön selber machen. Ist witzig, also finde ich cool. Das ist gut. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Okay, mach Platz, wir heben ihn an. Ob das so hält. Bin soweit. Und hoch damit. Oh, zärtlich hier. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass das nur nicht fallen. Ja. Wir werden sehen. Mhm. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich komme gerade richtig gut über die Headphones. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Besser, seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön.
Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Wenn sie mit dem Fischkutter wieder zurück ist, auf dem sie als Geruch arbeitet, ne? Dankeschön. So. Dann wollen wir hier nochmal. Reden wir später drüber. Wie lange dauert das denn noch? Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. So. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Richtige Geldanlage, so Kupfer. Oh, so eine Rolle. Die will ich nicht sein. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hab das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe.
Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Das sind jetzt noch so Teile aus den vorherigen Teilen, also 1 bis 3. Das war im Vorspann auch so gut zu sehen. So einige Zeichnungen, Baum des Lebens und so weiter und so fort. Die waren dort der zentrale Punkt der Geschichte von den ersten drei Teilen. Auch alle super gut. Und das fand ich halt auch so beim vierten Teil so gut, weil das eigentlich so letzten Endes auch wirklich so dieser Abschluss von Nathan Drake's Story dann sein sollte. Shambhala. Und wie gesagt, Hoffnung steigen ja derzeit an, dass es vielleicht auch nochmal einen fünften Teil geben sollte, wie auch immer der aussehen sollte. Es kam ja nach dem vierten Teil raus, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Das gibt's auch gar nicht. Das war letzten Endes aber kein wirklich und seine raffinierten Rätsel. Kein wirklich neuer Teil. Das war eigentlich letzten Endes so eine Art Add-on-Story. So eine eigenständige Geschichte mit Protagonisten aus den bekannten Teilen. War auch sehr gut. Das war eine verrückte Nummer. War auch sehr gut, aber wie gesagt, der vierte sollte soweit der Schluss sein von der Nathan Drake Geschichte. Mit dem vierten Teil hier sollte das damit zu Ende gegangen sein. Und wie gesagt, ob da ein fünfter rauskommt und was da genau dann passieren wird. Ein paar Ideen gibt es ja schon, die da im späteren Lauf des Spiels dann auch nochmal dazukommen, aber man darf gespannt sein, ob und wie das dann aussehen wird. Kommen Sie, in Deckung. Ich bin umzingelt. Schwarze. Nimm das und das. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Friss Plastik. Okay. Hey, Nate. Kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da. Ich mache hier gerade noch wichtige Sachen. Hab dich. Business und so. Ich muss weiter. Kann weitergehen. Blub. Nein, also dieses Spiel ist wirklich, also so dieser Abschluss alleine schon von den vorherigen Teilen, also das ist schon alleine so ein wow, cool, also und dieses ganze Setting von dem Teil, worum es sich hier noch drehen wird, ist sowieso mega gut. Also ich finde es mega gut. Gleich gibt es auch nochmal so einen kleinen, ganz cool, also so eine kleine, ganz coole Einlage, wollte ich sagen. Da musste ich damals, wo ich das gesehen habe, erstmal schmunzeln, beziehungsweise fand ich eine super geile Idee. Wir gehen dann auch einfach mal runter jetzt. Es ist super schön gemacht, also dieses Design vom Haus, diese ganzen Details, die Bücher, es sieht einfach echt super cool aus. Und also wenn man sich auch die Bücher mal so anguckt, also da wird sicherlich das eine oder andere, ja, das eine braune, das wiederholt sich da auf jeden Fall, das weiß er auch. Aber also es fällt jetzt nicht so direkt gleich ins Auge. Also da sind schon viele verschiedene Bücher halt auch irgendwo drin. Und na gut, die haben ja natürlich ein bisschen getrickst, indem sie da einfach mal die Bücher halt so nicht mit dem Buchrücken quasi hingestellt haben, sondern einfach mal falsch rum. Aber wie gesagt, es sieht einfach schön aus und total atmosphärisch. Aber ich liebe dieses Game. Ich liebe es. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Erstmal brauche ich Bier. Bier. Malzbier.
Da ist das Essen. Ey, du hast das Bier vergessen. Und... Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal einen Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge geht, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Lagelied über eine. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Bangkok. Die Bewohner von Bangkok und der Smog und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht anrufst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Okay. Das fand ich so geil. Oh, ich lerne schon viel. Ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Oh, dieser Sound. Schön lange. Kindheitserinnerung. So ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Dreh.
Ja, und mit X springst du. Okay, lauf. Das Geile ist, du spielst als Spieler dieses Spiel tatsächlich wirklich selbst. Das fand ich eine super coole Idee, so ein Game im Game zu machen, was man halt auch selber spielt und vor allem halt auch noch ein Spiel. Original Crash Bandicoot ist ja von Naughty Dog entwickelt worden. Und also es war damals auch eins meiner Lieblingsspiele. Ja, man sieht, das ist schon ein bisschen in Jahre gekommen. PlayStation 1 halt. Aber dass sie das so implementiert haben, fand ich eine super geile Idee. Oh, ah, da habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt aber richtig hier. Och. Es ging so gut los. Ach ja, so viel hat das drauf. Damals wurde das halt auch noch mit dem Digi-Kreuz gespielt. Ich bin gerade überlegen. Hatten die für die 1? Doch, da gab es auch schon DualShock. Aber das haben sie damals noch nicht so viel mit den Analog-Sticks echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Stell ihn dir ein. Es ist bitte viel leichter am Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Oh, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber... Ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, Kann's oder? Kann ja sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay,
Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Mhm. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf Sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Hm. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Vámonos. So. Ach du Scheiße. Ja. Und pünktlich zum fünften Kapitel werde ich, euch auf nächste Woche weiter vertrösten. Und ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Spiel auch so viel Freude macht wie mir. Und ja, im Moment sind sehr viele Cutscenes, sehr viele und auch lange Cutscenes, die die Story erstmal so ein bisschen voranbringen. Das ganze Ding ist wirklich wie so ein
wie so ein Hollywood-Film. Also viel Action-Gefühl, dies und das und Abenteuer. Wie gesagt, ich bin einfach unheimlich begeistert von dem Titel und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und hier die Story mit mir durcherleben möchtet. Wie gesagt, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt oder nicht, also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, tut es euch auf jeden Fall an. Dieses Spiel ist einfach der Hammer. Wie gesagt, ich krieg schon das Sabbern hier vom vielen Erzählen, wie toll das Spiel doch eigentlich ist. Aber wie gesagt, das hat alles, was ein richtig, richtig klasse Abenteuerspiel haben muss. Und wie gesagt, die anderen Teile waren auch super, aber der Teil ist für mich so wirklich das Hammerteil. Und ja, wie gesagt, nächste Woche werden wir mal schauen, ob wir hier rauskommen aus dem Knast. Und seid gespannt. Ich kann euch nur sagen, die Story wird noch richtig, richtig gut und spannend. Und ja, ab jetzt, sag ich mal, wird die Action auch ein bisschen zunehmen. Es wird sich immer so ein bisschen abwechseln, aber lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Folgt mir, dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde eventuell Ostern, ich habe normalerweise immer montags und donnerstags die Tage, an denen ich streame von 17 bis 20 Uhr. Aber diesen Montag werde ich das um diese Uhrzeit nicht hinkriegen. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal einen spontanen Stream mache. Deswegen am besten folgen. Ich werde den bei Instagram auf jeden Fall auch einmal vorankündigen. Aber wie gesagt, das wird halt mehr oder weniger spontan sein. Also ich werde schon 1, 2, 3 Stunden vor Bescheid geben. Zumindest versuche ich das. Aber wenn ihr mal folgt, seht ihr es ja auf jeden Fall. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke an alle, die heute zugeschaut haben. An alle, die sich das VOD nochmal angucken. An alle, die im Chat geschrieben haben. Viele Grüße an euch nochmal. Und ich wünsche euch ein paar wunderschöne Osterfeiertage mit euren Lieben zusammen. Bleibt gesund und ja, habt Freude. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und wie gesagt, wenn ihr mir folgt, freue ich mich auch noch ein bisschen mehr. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und schöne Osterfeiertage. Bleibt geschmeidig. Liebe Grüße, euer Alex, der freundliche Streamer aus der Nachbarschaft. Macht's gut.